Dem Umstand, dass am 12. April gegen 17.30 Uhr eine kleine Ödlandfläche nahe des Freibades in Bad Berka brannte, war es zu verdanken, dass sich der Küchenbrand in der Kalmettestraße nicht zu einem Wohnungsbrand ausdehnen konnte. Ein Teil der Besatzung war noch im Feuerwehrgerätehaus der Kurstadt, als der Notruf aus der Querstraße an der Robert-Koch-Allee gegen 18.10 Uhr einging. Bei einem Wohnungsbrand, bei dem Küchenbrand ist immer der Faktor Zeit, spielt eine riesengroße Rolle, weil es natürlich zu Übergreifen auf andere Räume kommen kann und natürlich auch zum Vollbrand des ganzen Hauses. Ja. Also der Faktor Zeit spielt eine große Rolle. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir relativ zeitnah hier sein konnten. Hannelore Siefke, hier rechts im Bild, wohnt im Erdgeschoss des Vierparteienhauses und war sofort in Sorge um ihre Nachbarn. Das Erste war zu denken, um Gottes Willen, hoffentlich ist keiner beteiligt an Personen, dass irgendwelche Schäden sind, weil ich weiß, die Bewohnerin oben ist schwanger. Das ist immer was, wo man sofort an das Kind denkt. Und als Zweites dachte ich, nimmst du irgendwas mit raus oder rettest du erstmal dich selber? Und das war eigentlich schon alles, dann bin ich erstmal rausgegangen, Schlüssel mitgenommen und geguckt. Doch Hannelore Siefke ging noch einmal zurück ins Haus. Kurz danach bin ich nach oben gegangen, weil ich gemerkt habe, der Bewohner des Hauses, der Hauptmieter ist noch oben und wir arbeiten in der Klinik gemeinsam. Und da bin ich hoch und habe gesagt, er soll die Wohnung verlassen, weil die Rauchgasvergiftung ja immer das ist, wo die Leute zuerst einen Schaden nehmen. Und da habe ich eben daran gedacht. Zum Glück war das Feuer schnell unter Kontrolle und die Kameraden konnten nach der Belüftung des Hauses Entwarnung geben. Die genaue Brandursache muss jedoch jetzt erst noch ermittelt werden. Es ist auf dem Herd der Wohnung, also in der Küche, irgendwas vor sich gegangen und die Küche hat im Prinzip fast komplett gebrannt. Ist komplett verrußt, ist alles schwarz. Das junge Paar, bei dem es brannte, musste sich vorerst eine andere Unterkunft suchen.